Herzlich willkommen zur ersten Folge von MP Promotion TV. Wir hatten einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich Viva und MTV-Moderator Markus Kafka. Der hat in der Filminsel in Biblis nämlich seinen Debütroman Rotteneck vorgestellt. Und wir haben ihn nach der Lesung mal gefragt, wie es denn dazu kam. Und Markus hat uns Rede und Antwort gestanden und sogar Parallelen zu seinem eigenen Leben gezogen. Also, du hast ja vorher die ganze Zeit immer Kolumnen geschrieben. Wie kam es jetzt dazu, dass du dich für einen Roman entschieden hast? Ich schreibe halt schon so viel mein Leben gern. Das habe ich auch schon relativ früh gemacht. Damals also für Musikmagazine, Stadtmagazine, Plattenkritiken, Interviews, so kleinere Geschichten. Dann irgendwann die Kolumnen und wenn man mal so ein bisschen Blut geleckt hat, was die Schreiberei betrifft, dann will man natürlich auch mal irgendwie sowas schaffen, was die anderen Coolen gemacht haben. Also die Leute, deren Bücher man gern gelesen hat. Und dazu kam dann eben, dass der Verlag mich gefragt hat, ob ich da nicht mal Ambitionen hätte in Richtung Roman. Ich wollte aber eher erstmal ein Sachbuch schreiben, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mir die Story nicht komplett selbst ausdenken muss, dann fällt mir das leichter. Aber dann hat dieses Exposé von diesem Fachbuch den Verlag dermaßen alarmiert, weil es ein Fachbuch über 15 Jahre Musikfernsehen war, da habe ich dann halt so alles erzählt, was mir so passiert ist. Und da waren auch so viele Leute, die meinen Weg gekreuzt haben, auf eine eher unrühmliche Art und Weise. Und wenn man das dann so geschrieben hätte, dann hätten diese Leute bestimmt reagiert. Und deswegen hat der Verlag gesagt, ganz heißes Eisen, machen wir nicht. Aber schreibt doch einen Roman. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuch's. Und man kann ja nicht einfach sich hinsetzen und mal schnell einen Roman schreiben. Vor allem, wenn man das noch nie gemacht hat, da gehört auch sehr viel Technik dazu. Also ich habe zum Beispiel, das Buch beginnt ja mit einer Dialogszene. Und ich glaube, dass ich allein diese Szene 30, 40 Mal in die Tonne gekommen habe. Weil es nicht einfach ist, einen Dialog zu schreiben. Man denkt sich einfach so, okay, jetzt lasse ich nochmal zwei Leute reden. Aber wenn man dann anfängt zu schreiben, stellt man schnell fest, dass wenn man es dann liest, man sich sofort denkt, aber so redet doch niemand. Und dann versucht man es immer wieder aufs Neue und irgendwann hat man dann das Gefühl, ja, das hört sich jetzt irgendwie natürlich an, sinnvoll. Und dann passiert halt ständig, dass man sich vornimmt, dass die Handlung den und den Verlauf nimmt und dann aber feststellt während des Schreibens, das haut sich überhaupt nicht hin, das ist unlogisch, da fehlt was. Und dann lernt man beim Schreiben eines Romans tatsächlich, wie man einen Roman schreibt. Und ich habe ja, also summa summarum, fast anderthalb Jahre an dem Buch geschrieben. Und das hat deswegen auch so lange gedauert, weil man erstmal das Ding schreibt und zwei Monate lang das Gefühl hat, das haut überhaupt nicht hin. Dann kommt man so langsam rein und dann arbeitet man sich vor und dann gibt man die ersten Teile ans Lektorat, dann sagt das Lektorat, und dann schreibt man das wieder um und im Prinzip ist das erste halbe Jahr bei dem Romanschreiben wirklich learning by doing. Hattest du zwischendrin aber auch mal den Eindruck, dass du gesagt hast, hier, ich habe keinen Bock mehr und hast das einfach mal alles in die Ecke geschmissen und so, warte ich mal, bis ich mich wieder eingerenkt habe? Man hat schon diese üblichen Schreibblockaden, also es ist keine Legende, dass es die gibt es wirklich. Da weiß man nicht so recht, wie es weitergeht, weil man sich irgendwie eine Sackgasse geschrieben hat. Und es fällt einem partout auch nichts mehr ein, wie man diese Handlung jetzt weiterspinnt. Und dann ist es so, man schreibt schon mehr oder weniger ständig daran, aber es gab zum Beispiel Situationen, da war ich mit Freunden noch essen, habe zum Essen irgendwie so ein, zwei Glas Rotwein getrunken und bin dann kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich mich nochmal am Computer gesetzt und habe losgeschrieben. Ich dachte mir, wow, geil, jetzt ist mir was richtig, richtig Superes eingefallen. Tipp, wie ein Irrer. Und am nächsten Morgen stehe ich dann auf und lese das nochmal und denke mir so, was für ein Dreck. Das kannst du doch überhaupt nicht verwenden. Deswegen die goldene Regel, nicht unter Einfluss von Alkohol Roman schreiben. Das kann vielleicht Charles Bukowski machen oder noch ein paar andere Vögel, die das irgendwie zur Kunst erhoben haben. Aber man sollte schon bei klarem Verstand sein, wenn man einen Roman schreibt. Weil sonst findet man am nächsten Tag, wenn man nüchtern ist, das nicht mehr gut. Das ist mir ein paar Mal passiert. Oder
Manchmal bin ich auch nachts aufgewacht, habe irgendwas geträumt. Ich hatte dann immer so mein Computer oder mein Handy neben meinem Bett liegen. Und dann so, toll, hab das dann noch so eingehämmert. Und am nächsten Tag gelesen und auch da mir in den meisten Fällen gedacht, so, schlaf einfach weiter, schreib's nicht auf, bringt nichts. Und da gab es irgendwie einen Autor, wo du gesagt hast, hier nach dem Vorbild möchte ich das gerne machen, oder kam das direkt so alles von dir aus, ohne Einfluss von außen? Ich glaube, man begibt sich da auch in so einer Art Falle, wenn man so ganz klar definierte Vorbilder hat und sagt, das möchte ich auch so machen. Also es gibt natürlich Leute, die ich gerne lese. Vielleicht haben die mich so im hintersten Hinterstübel auch ein bisschen beeinflusst, aber man darf natürlich nicht den Fehler begehen, die Leute versuchen zu imitieren, die man gut findet. Also sei es sprachlich oder auch inhaltlich, weil das endet in einem totalen Desaster. Ich habe mir halt vorher die Geschichte überlegt und war mir auch ziemlich sicher, dass es die Geschichte in der Form jetzt noch nicht eins zu eins gab, und dann ist man eh schon in der Situation, da schreibt man von sich aus dann einfach drauf los. Und ich weiß nicht, also wenn man sieht dann immer so, wenn man bei Amazon guckt, wenn dann da steht, Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben sich auch diese Bücher gekauft, und in der Regel sind es schon auch Bücher, die ich auch gerne mag, die dann zusammen mit meinen gekauft wurden offenbar. Und dann habe ich so einigermaßen das Gefühl, ja, dann scheint es schon zu passen. Und ja, ganz nah liegt natürlich, da du ja in Manching aufgewachsen bist, irgendwie einen Ort aus deiner Umgebung zu nehmen. Da gibt es ja mehr kleine Orte drumherum, aber warum genau Frottenegg? Schon wegen des Namens. Also so, ich habe ja Rotteneck, also ich habe aus Rotteneck in dem Buch dann Manching gemacht, weil in Rotteneck einfach nichts ist. Man kann da keine, also man könnte bestimmt eine Geschichte auch in Rotteneck entwickeln, aber ich habe halt so verschiedene Sachen gebraucht, wie eine Disco, Fußballverein und so ein paar Sachen, die halt Action garantieren, und die Action, die gibt es in Rotteneck nicht. Und Rotteneck war halt, weil ich mich immer noch an diese Geschichte erinnere, als wir durch dieses Dorf gefahren sind und mein Kumpel aus L.A. mich besucht hat und diesen Ortsnamen halt so kurios fand. Und das immer, wenn ich dann bei meinen Eltern war und irgendjemand was aus Rotteneck erzählt hat oder ich durchgefahren bin, zufällig, habe ich mir gedacht, so, irgendwas musste man mit dem Namen anfangen. Und dann hat es sich halt angeboten, als Buchtitel zu nehmen. Das heißt, Rotteneck heißt was übersetzt? Faules Ei. Was ich ja nicht wusste, bevor mein Kumpel aus Amerika mich besucht hat, der mein Blick aufs Ortsschild vollkommen aus dem Häuschen war und sich dachte, wie kann man mit faules Ei nehmen? Ich wusste es einfach gar nicht, weil man wächst da auf und ja, man fährt da zigmal durch und denkt sich ja halt nichts dabei. Aber das realisieren die da unten dann wahrscheinlich auch gar nicht so, oder? Also weil es einfach so normal ist, so. Ja, jetzt schon. Ja. Also ein paar Leute haben gesagt so, da wohne ich, okay. Wir auch nicht auf dem Schirm.